Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Coding Challenge. Heute geht es wieder mal ein bisschen anders zu. Und zwar wollen wir uns heute mit der Konvertierung von einem String, den ihr über eine Website bekommt, in einen Float beschäftigen. Floats sind was Tolles, weil es vor allem Zahlen sind. Das heißt, ich kann damit dann rechnen und so weiter und so fort. Sprich, wir haben eigentlich die Möglichkeit, Strings sozusagen zu parsen und dann zu sagen, wie das Ganze aussehen soll. Okay, jetzt, wie ist das ganze Ding aufgebaut? Wir haben hier mehrere Floating-Arten. Ihr habt gerade ein Plus gesehen. Jetzt haben wir hier Komma 17779. 7779, ja doch. Ohne 0 vorne dran, das ist aber trotzdem eine gültige Schreibweise, weil die 0 vorne dran spart man sich manchmal. Gut, eine ganz normale Ganzzahl. Achtung, das ist ein Integer, kein Float. Ein Float hat immer eine 0, also Komma 0 hinten dran. Dann haben wir hier Möglichkeiten wie inf. Hey, ich habe gerade echt Glück mit meinen Variablen hier. Wir haben inf, das sollte auch als inf zurückgegeben werden, aber als Zahlinf sozusagen. Infinity kann auch vorkommen, also wirklich ausgeschrieben Infinity, sollte aber auch inf heißen. Dann haben wir hier negative Floats, klar, das sollte auch funktionieren. Und dann haben wir hier natürlich noch einfach negative Ganzzahlen, die auch Floats sein sollten. Ja, wir haben E-Schreibweise, richtig. Das wäre 21, 6 zu 1 und dann 9 Nullen hinten dran. Die solltet ihr wegmachen, das heißt, ihr solltet da wirklich auch diese Zahl haben und auch als Float, das heißt, Komma 0 sollte auch hinten dran sein. Das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir. Ja, ihr seht, da sind einige Varianten dabei. Ich habe mir möglichst Mühe gegeben, alles abzudecken und möglichst auch gleich verteilt abzudecken. Sprich, manchmal habt ihr eben die Möglichkeit, oder manchmal habt ihr dasselbe hintereinander, aber möglichst eben immer schön alles gemischt, was es geben kann sozusagen. Und ja, ich glaube, das ist auch mal eine recht interessante Challenge. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Achtet darauf, dass das hier kein JSON ist. Sprich, wenn ihr es diesmal holt, könnt ihr einfach direkt resp.text, also die response.text abfragen. Dann natürlich eure Lösung, aber trotzdem wieder mal als gültiges JSON hier reinschicken. Achtet darauf, JSON verträgt auch Zahlen als Datentypen. Das heißt, hier einfach eure Zahl reinstecken, die dann eben eure Lösung ist. Und cool, versucht vielleicht nicht ganz so lame zu sein und die mitgelieferte Konvertierung zu verwenden, auch wenn ich jetzt weiß, dass ich gerade einen Tipp gegeben habe. Ihr könnt natürlich immer die Konvertierung verwenden, die mitgeliefert wird, aber das Ganze soll ja natürlich auch eine Übung sein, sprich, probiert es auch mal selber. Nicht einfach nur hier mitgelieferte Konvertierung verwenden, sondern eben auch selbst parsen und sagen, was das Ganze ist. Okay, cool. Das war's schon wieder von meiner Seite. Falls ihr Fragen habt oder sowas, könnt ihr natürlich immer wieder gerne drunter schreiben, was gerade passiert. Und ich freue mich natürlich immer wieder auf eure Lösung. Ich hoffe, euch gefällt diese Challenge auch und ihr habt Spaß dabei. Dann wünsche ich euch den nämlich jetzt ganz herzlich und wir hören uns. Bis dann. Ciao.